Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe Grammatik für die Grundstufe fortsetzen. Wir wollen heute etwas über das Verb werden lernen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, möglichst gut Deutsch zu lernen und eure Grammatik zu verbessern. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bevor wir etwas über das Verb werden lernen, wollen wir natürlich erst einmal die Hausaufgaben vom letzten Mal vergleichen. Ich habe euch letztes Mal ein paar einfache Sätze aufgegeben, in denen es eine Lücke gab. Und ich habe euch hier die Formen des Verbs sein gegeben und ihr solltet schauen, welche Verbform in die jeweilige Lücke passt. Und das wollen wir jetzt einmal vergleichen. Hier kommen einmal die Verbformen des Verbs sein. Und hier kommen jetzt die Sätze. Der erste Satz. Du, groß. Die Lösung ist, du bist groß. Und der zweite Satz. Frau Weiß, sie, eine Frau. Die Lösung ist, Frau Weiß ist eine Frau. Und der Satz Nummer 3. Das Mädchen, es, hübsch. Die Lösung ist, das Mädchen ist hübsch. Und der letzte Satz, Herr Weiß und Frau Weiß, sie, ein Ehepaar. Die Lösung ist, Herr und Frau Weiß sind ein Ehepaar. Habt ihr die Hausaufgaben alle richtig gemacht? Ja? Prima! Seht ihr? Deutsch ist ganz, ganz einfach. Und auch die deutsche Grammatik. Das waren die Hausaufgaben vom letzten Mal und nun wollen wir etwas über das Verb werden lernen. Das Verb werden ist auch eines der Grundverben in der deutschen Sprache. Das bedeutet, dass wir das Verb werden auch ganz oft für viele Dinge benutzen. Zum Beispiel benutzen wir das Verb werden als Vollverb, wenn wir eine Veränderung beschreiben wollen. Also etwas ist erst so und dann verändert es sich und wird dann so. Da habe ich das Verb werden auch schon benutzt. Ein Beispiel. Peter ist arm. Er hat wenig Geld. Aber Peter möchte reich werden. Ein anderes Beispiel. Wir haben Herbst. Es wird kalt. Also es ist erst warm und danach ist es kalt. Es wird kalt. Okay?
Und wir benutzen das Verb werden auch als Hilfsverb. Dann hat es keine eigene inhaltliche Bedeutung. Aber es kann zum Beispiel eine andere Zeit anzeigen. So benutzen wir das Verb werden für die Zeitform Futur, also wenn etwas in der Zukunft passiert oder passieren wird. Ein Beispiel. Ich werde morgen nach Hamburg fahren. Ich werde morgen nach Hamburg fahren. Und wir können das Verb werden auch benutzen, wenn wir einen Vorgang beschreiben wollen. Irgendjemand macht etwas. Das heißt dann passiv. Zum Beispiel, das Feuer wird gelöscht. Irgendjemand löscht das Feuer. Aber wir wissen vielleicht nicht, wer das macht. Wir wissen aber, das Feuer wird gelöscht. Und wir benutzen das Verb werden auch in einer besonderen Form, die heißt Konjunktiv 2. Damit können wir einen Wunsch, einen Traum oder eine Bitte anzeigen. Zum Beispiel, ich war noch nie in Mekka, aber ich würde gerne einmal nach Mekka reisen. Keine Panik, wir lernen das alles noch. Alles Stück für Stück. Okay? Kommen wir erst einmal zu den Zeitformen des Verbs werden. Den Anfang macht wie immer das Präsens, also die Gegenwart. Heute, jetzt. Ich werde. Du wirst. Peter, er wird. Marie, sie wird. Das Mädchen, es wird. Peter und ich, wir werden. Peter und du, ihr werdet. Herr und Frau Weiß, sie werden. Kommen wir nun zum Präteritum. Das ist eine Form der Vergangenheit. Also, wenn etwas zum Beispiel gestern passiert ist. Ich wurde. Du wurdest. Peter, er wurde. Marie, sie wurde. Das Mädchen, es wurde. Peter und ich, wir wurden. Peter und du, ihr wurdet. Herr und Frau Weiß, sie wurden. Kommen wir zum Perfekt. Das ist die zweite Vergangenheitsform. Also auch für etwas, das gestern passiert ist. Ich bin geworden. Du bist geworden. Peter, er ist geworden. Marie, sie ist geworden. Das Mädchen, es ist geworden. Peter und ich, wir
sind geworden. Peter und du, ihr seid geworden. Herr und Frau Weiß, sie sind geworden. Kommen wir zum Plusquamperfekt, also die Vorvergangenheit. Das lernen wir noch, keine Panik. Ich war geworden. Du warst geworden. Peter, er war geworden. Marie, sie war geworden. Das Mädchen, es war geworden. Peter und ich, wir waren geworden. Peter und du, ihr wart geworden. Herr und Frau Weiß, sie waren geworden. Das waren die Zeitformen des Verbs werden. Und nun wollen wir ein paar einfache Übungen mit dem Verb werden machen. Ich will euch hier wieder die Verbformen im Präsens geben und hier ein paar einfache Sätze. Und in den Sätzen ist wieder eine Lücke und ihr sollt überlegen, welche Verbform passt in die Lücke. Okay? Hier kommen die Verbformen und hier kommt der erste Satz. Ich am Wochenende nach Hamburg fahren. Welche Verbform passt in die Lücke? Richtig. Werde. Ich werde am Wochenende nach Hamburg fahren. Kommen wir zum zweiten Satz. Herr Weiß, er morgen zum Arzt gehen. Welche Verbform passt in die Lücke? Richtig, wird. Herr Weiß wird morgen zum Arzt gehen. Kommen wir zum nächsten Satz. Peter und ich, wir nachher in die Stadt fahren. Welche Verbform passt in die Lücke? Richtig, werden. Peter und ich werden nachher in die Stadt fahren. Kommen wir zum nächsten Satz. Peter und du, ihr, morgen Sport machen. Welche Verbform passt in die Lücke? Richtig, werdet. Peter und du, ihr werdet Sport machen. Das waren ein paar Übungen mit dem Verb werden.
Und jetzt kommen eure Hausaufgaben. Ich gebe euch hier wieder die Formen des Verbs werden und hier ein paar einfache Sätze mit einer Lücke. Und ihr sollt dann die Sätze abschreiben und zu Hause überlegen, welche Form des Verbs werden in die jeweilige Lücke passt. Und in der nächsten Folge vergleichen wir die Hausaufgaben. Okay? Gut. Hier die Formen des Verbs werden und hier der erste Satz. Du gleich die Hausaufgaben machen. Hier kommt der nächste Satz. Frau Weiß, sie in einer Woche ihre Schwester besuchen. Hier kommt der nächste Satz. Das Mädchen es gleich nach Hause gehen. Und hier kommt der letzte Satz. Herr und Frau Weiß, sie heute Abend essen gehen. Schreibt euch die Sätze ab und überlegt, welche Form des Verbs werden in die jeweilige Lücke gehört. Und in der nächsten Woche vergleichen wir die Hausaufgaben. Okay? Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge, unserer Reihe Grammatik für die Grundstufe angekommen. Wir haben heute etwas über das Verb werden gelernt. Ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch hilft, euer Deutsch zu verbessern und die deutsche Grammatik gut zu lernen. Wenn ja, freut mich das sehr und dann bitte ich euch, dass ihr mir einen Like da lasst, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr mir einen Kommentar unter das Video schreibt, dass ihr die Glocke aktiviert und dass ihr meine Videos mit allen Freunden oder Bekannten, die vielleicht auch Deutsch lernen wollen oder sollen, teilt. Und ganz besonders freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir eine Übung mit den Verben haben, sein und werden machen wollen. Bis dann, ciao!